Du gehst jetzt auf welch, du gehst jetzt noch mit dem da Holz, aber noch auf das Schwarzeiche, ne? Ja, das ist genau, das ist nur das Untergerüst, wo dann die Balken Ah, drauf kommen. okay. Nicht, dass du irgendwie jetzt einfach weiterbaust, weil du irgendwie so gerade. Das könnte mir passieren. Nope, also ich bin aktuell auch noch ein bisschen am Suchen, weil ein Schwarzeichen. Also Schwarzeichen könnte ich dir welche fällen. Da hinten stehen noch welche. Wo? Da hinten in der Baumfarm. Ah, okay. So, Wave, entschuldige bitte. Alles Ich musste gut. jetzt mal kurz was nachfragen, weil ich habe mir hier gerade mal seine Kirchumbaumaßnahmen, die mir sehr gut gefallen, angeguckt, nämlich. Alles Und gut. da ist eine Frage daraus entstanden. Ja, wir haben ihn ein bisschen mundtot gemacht. Aber ich bin auch gleich durch, so gesehen. Ja. Ne, mach ruhig mal weiter. Also, ich höre ja auch interessiert zu. Ich hoffe, den Zuschauern geht das ähnlich. Wenn nicht, habe ich dir immerhin interessiert zugehört. Ich weiß nicht, wie es dem Flozi damit geht. Der wird jetzt auch keine ehrliche Meinung sagen. Der schreibt es dann später in die Kommentare. Genau. Mit der nehme ich nie wieder auf. Derbo! Genau. So ist er, das wissen wir Ja, ja. genau. Genau. Nee, aber ich höre dir gerne zu. Ich bin froh, dass mal jemand anderes erzählt. Tatsächlich, ich bin da nicht ganz undankbar, kann ich sagen. Ja, vielleicht interessiert es ja auch ein paar Zuschauer, vielleicht auch ein paar Jüngere. Ich weiß ja nicht, wie so der Durchschnitt ist, aber vielleicht mal, dass man weiß, was eine GTA macht oder was man damit machen kann. Vielleicht in, weiß man ja nicht. Aber das ist auch nur bei mir an der Schule so mit der Facharbeit und so weiter. Ich weiß ja nicht, wie andere Schulen sind. So. Nur so kurz am Rand. Soll ich sagen, wo waren wir denn gerade stehen geblieben? Ich habe keine Achso, mit Ahnung. dem Drucken. Ja, drucken. Ja, ich habe den Überblick verloren. Ja, also. Ich sage mal so, mit der Facharbeit, das war wirklich Dienstag eine Schocknachricht, weil ich komme eben von meinem Praktikum. Wir müssen auch noch ein Praktikum von 160 Stunden in den 2 Jahren Ausbildung erfüllen. Und das mache ich, müssen wir eigentlich in den Ferien machen, aber teilweise geht das teilweise nicht, weil es ist auch schwierig. Ich suche, seitdem ich angefangen habe, dein Praktikum, habe erst 1 Jahr später einen Praktikumsplatz bekommen. Und jetzt arbeite ich da auch in der Schule, dass ich da zweimal in der Woche dann für 2 Stunden hinfahre, weil es nicht anders geht. Und arbeite da so nebenbei meine Praktikumszeit ab. Aber das läuft alles super, weil das ist auch später meine spätere Arbeit. Ich Das war lerne. positiv. Ja, also ich habe da in der Praktikum, ich habe mein erstes Praktikum im Herbst letztes Jahr Die gemacht und da Zettlings hat. sind wahnsinnig kostbar, ne? Wir müssen sehen, aber du bist schon dabei, ne? Ich habe auch einen aufgesammelt. Entschuldige bitte. Ach so. Das bezog sich auf die Tätigkeit. Wir fällen gerade die Schwarzeichen. Ja gut, da war ich gerade ein bisschen so. Ja, sorry, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich musste kurz. Aber ich habe gesehen, dass Flozi das genau schon tut, was ich dachte, was er tun sollte. Okay. Gedanklich. Entschuldige bitte. Du warst Es beim brennt hier Praktikum in der wieder. Schule. Was war das? Deine Brennanlage ist wirklich gefährlich. Wieso? Es brennt alles wieder. Ich lösche gerade wieder alles. Was brennt alles? Immer wieder der Stein und. Der Stein ist mir egal, aber brennt das Dach wieder? Wenn ja, dann tu doch einfach gerade mal einen Block in den Lava setzen und ich muss das Ding woanders hin machen, mein Müll. Ja, ich habe es jetzt gemacht, Falls, weil es gerade. solange nur der Stein brennt, ist es egal, aber wenn das Dach Feuer fängt, wäre das ärgerlich. Ja, das war gerade. Okay, Ja. das war eine Fackel, aber ja, es Ja, hat. Fackeln Nee, brennen das hat auch. gebrannt, ich habe es gerade gelöscht. Das Also, Dach. das Dach. Deswegen, ich habe da alles, das war Stein und das Dach gebrannt wieder. Na gut, dann müssen wir das Ding woanders hin machen. Dann setzt es im Block rein oder so. Oder... Habe ich schon Ah, gemacht. gut. Dann, die Lava ist ja Import-Lava gewesen. Das heißt, da muss ich mich mit deiner privathaftlichen Verbindung setzen. Aber das kriegen wir geregelt. Das kriegen wir hin.
Ja. So. Ach, guck mal, ich hol mir einen Muckefuck-Kommentar. So, ich habe einen einzigen Sapling. Ich hätte noch einen dazu. Darf es einer mehr sein? Äpfelchen, ja. So, warten wir mal ab, dass noch ein paar mehr kommen, dann setze ich vielleicht noch eine zweite Reihe. Hier, guck mal, ich schmeiß dir mal hier schon mal hin. Vielen, vielen Dank. Oder? Dann haben wir die vollen Stacks, den 58er behalte ich gerade noch mal bei mir. Aber ich werde jetzt hier die Fackellichter, Torchlight, Torchlight 2, die werde ich jetzt hier, das macht so Spaß auch. Die Fackellichter werde ich hier jetzt auf Eiche setzen, das ist casual, das ist billiger. Einfach zu haben, da muss man nicht so, huch, mir ist gerade ein riesen Ding in die Nase gewachsen, Flozi, guck mal. Du bist völlig ahnungslos, welche Bots. Und so fühlte ich mich am Dienstag nur anders, dass es mich erschlagen hat, diese Nachricht. Ja, ja, das kenne ich, solche Nachrichten, glaube ich. Ja, das hat auch einige durch. Es war jedenfalls sehr geschockt, weil ich hatte Panik, weil eben meine ganze Arbeit, meine ganze, auch wie schon gesagt, es steckte ja auch noch meine ganze Ausbildung dahinter. Mit, ja, klar, klar. Und es war, das war wirklich, ich war sehr mit den Nerven am Ende. Das kann man aber auch verstehen. Und ja, gut, jetzt habe ich das eben gemacht, dass ich Zafka war und so weiter. Aber ich bin jetzt auch mittlerweile echt froh, wenn die Facharbeit hinter mir ist, weil es läuft einfach mit der Facharbeit gar nicht das, was ich mir so damit eigentlich vorgenommen habe, weil ich wollte eigentlich sehr viel dazu zeichnen, aber es hat alles nicht wirklich geklappt, wie ich das machen wollte. Mhm. Und ich habe zum Beispiel auch, man muss ganz kurz, in dem Spiel geht es darum, dass es Nation, das Spiel heißt Dragon Nation. Darum geht es einfach, dass es Nationen gibt und jede Nation hat einen Altdrachen, den sie anbeten, beziehungsweise beherrscht werden. Und diese Drachendesigns haben mich fast 2 Monate Zeit gekostet, weil ich nie zufrieden war. Und ohne diese Drachendesigns konnte ich weitere Bilder nicht anfertigen. Also es war eine Kettenreaktion und so weiter und so fort. Boah. Dadurch habe ich auch sehr viel nicht umsetzen können, was ich machen wollte mit der Facharbeit, habe auch, ich wusste, dass ich eben nicht alles zeichnen konnte, was ich zeichnen machen wollte, oder beziehungsweise Deko-Bilder, weil es eben nicht zu viel war, aber ich wollte eigentlich viel mehr zeichnen, reinklatschen, in die Zeichnungen reinklatschen, wie ich es eigentlich wollte. Jetzt sind es nur 5 Bilder raus geworden, die ich da selbst gezeichnet habe, also die ich jetzt als Deko-Element reingeklatscht habe, weil die Postkarten zum Beispiel habe ich auch selbst gezeichnet, die Motive. Die Sticker-Motive habe ich selbst gezeichnet. Ja. Aber ich wollte eben noch viel mehr Elemente reinklatschen und so weiter und so fort, was nicht geklappt hat. Jetzt habe ich einfach die ganzen Deko-Elemente mit Screenshots aus einem anderen Spiel reingeklatscht, was wir machen dürfen. Wir dürfen von anderen Sachen auch Materialien nehmen, weil die Schule weiß eben, dass wir eventuell nicht alles so machen können, dass wir davon, also wenn wir ein Produkt haben, dass wir das dann umsetzen können, oder wie zum Beispiel, wenn wir eine Firma aufbauen, dass wir da auch wirklich alles, die Räumlichkeiten zum Beispiel fotografieren können oder so, das ist da, deswegen können wir aus dem Internet oder des Weiteren Sachen benutzen. Deswegen habe ich eben die ganzen Quellenangaben nie vergessen. Genau, Quellenangaben, das war Pflicht. Wenn wir das nicht machen, ist ein No-Go. Ja, 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 ganz, ganz schwierig, ja, ja. Aber ansonsten ist das Zitieren und sowas erlaubt. Du hast ja auch keine Gewinnerziehungsabsicht und so weiter mit dem. Genau, das ist einfach nur rein, so weiter und so fort. Es wird auch gleich wieder Bettzeit, wollte ich nur gesagt haben. Ja, ja, ja. Das und ist in ich habe jetzt immer einfach Bettzeit. Screenshots aus Guild Wars 2 genommen, die ich da, also wir durften eben Material machen, weil ich wollte in dieser
Grafikstil von Guild Wars 2. Also dieses Spiel sollte in diesem Stil von den Grafiken her sein und dementsprechend hat das eigentlich ziemlich gut gepasst. Und so habe ich dann eben sehr viele Screenshots daraus gemacht und reingefügt als Deko-Elemente und so weiter und so fort. Und ja, das ist war ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das ist nicht so gelaufen mit der... Ich wache auf und neben mir steht ein Schaf und guckt das Bett an nach dem Motto, da sind meine Brüder und Schwestern. Ja, Menschen sind ja auch Schafe in vieler Hinsicht. Eher das Bett. Ach so. Es hat ja, das Bett angeschaut. Normalerweise muss man ja ein Schaf nicht töten, um ein Bett aus ihm zu machen. Ne? Das weiß ich, aber am Anfang hast du ja keine Schere. Ja, also theoretisch kannst du sehr schnell eine Schere haben. Das hängt immer vom Spielverlauf ab. Ich bin mir nicht sicher, ob mein erstes Bett getötet oder geschnitten wurde. Müsste ich jetzt frühe Videos gucken. Vielleicht weiß das einer in den Zuschauern. Ja, das Gedächtnis der Zuschauer ist lang und gnadenlos. Das kann sein. Sowas merken sie sich immer. Die Gauner. Du da vor dem Bildschirm. So, ist natürlich nicht böse gemeint, um Gottes Willen. No hate, no hate, wie man heute immer sagt, no hate. Oder no homo, no hate, ja. Ja, das finde ich das Allerletzte. Als ob das unter Männern nicht mal mehr irgendwie eine freundschaftliche Bekundung machen kann und muss man dann zuschreiben, Hashtag no homo. Also wer das nötig hat, sorry. Das ist schäbig. Es ist, Da schwingt doch eine eklatante Unsicherheit bezüglich der eigenen Sexualität für mich mit. Das muss ich echt so sagen, weil ich weiß für mich, ich hab nichts gegen Homosexuelle, aber ich bin es halt einfach nicht. Also kann mich dafür nicht begeistern, aber ich find's auch nicht eklig, ich find's nicht schlimm, ich will nur nicht mitmachen. Und bisher hat mich auch nie einer gezwungen, deshalb habe ich auch überhaupt keine Angst davor, dass mich irgendwann mal ein Homosexueller, ich will es jetzt nicht irgendwie abwerten, ich habe da gar keine Angst vor, dass mich irgendeiner mal angraben könnte. Weil A, bin ich scheinbar nicht der Typ von ihnen, aber abgesehen davon, dann sage ich das, was ich zu einer Frau sagen würde, die mich anspricht. Nö. Ne? Also. Und die meisten akzeptieren das auch. Wenn mich eine Frau hätte, wenn Luzi nicht wäre, dann würde ich also sowieso zu jeder auch Nö sagen, aber wenn Luzi nicht wäre, hätte eine Frau eine kleine Chance gehabt, dass man vielleicht einen Kaffee trinken geht, aber. Ansonsten die meisten wahrscheinlich auch nicht. Es ist ja auch. Muss man einfach mal so sagen. Also, ich habe da aber kein Problem mit, dass jemand homosexuell ist. Ich weiß auch gar nicht, warum jemand sich outen muss. Das hatte ich schon mal hier in dem Let's Play. Ich verstehe das Prinzip nicht. Warum sollte ich meine Sexualität outen müssen? Erstens ist es eine private Sache. Ja, genau. Und was interessiert mich das als Außenstehender denn überhaupt? Soll doch jeder machen, was er will. Und zweitens, was ändert das an einer Person, ob die jetzt bi, homo, asexuell oder was weiß ich ist? Ganz ehrlich, das ist also der alles, Mensch was legal bleibt ist, der Mensch. Alles, was legal ist und was nicht irgendwelche schädigenden Verhalten zeigt. Ne? Wobei man auch in einer, in Anführungszeichen, normalen Beziehung da schon sehr schädigendes Verhalten erleben kann. Aber... In vieler Hinsicht, also nicht nur sexuell, sondern ganze Beziehung, aber das geht jetzt auch zu weit, aber es geht doch keinem was an letztendlich. Soll doch jeder machen, was er will und einfach mal nicht so missgünstig sein und so weiter, sondern einfach sagen, okay, der ist das, egal, schön, netter Typ, nette Typin, wie auch immer, ist doch egal. Ich kenne so viele Leute, die bi, homo sind oder auch pansexuell oder was weiß ich, weil... Da bin ich jetzt schon wieder raus, weil ich nicht mal weiß, was es ist. Pansexualität ist so gesehen bi, aber noch das hört sich doof an. Bier? Bei denen ist es... Pansexuell ist einfach scheißegal, wie die Person ist, welche Sexualität die Person hat und so weiter. Es kommt bei pansexuellen Leuten immer nur auf den Charakter an. Gut, ich meine, es kommt... Also, das hört sich jetzt doof an. Ich meine, man geht ja auch nicht eine Beziehung ein, wenn mir der Charakter nicht passt, sondern nur das Aussehen. Aber man sagt ja trotzdem, bei Hetero sagen, ja,
mir passt der Charakter, aber es ist ein Kerl. Dann sagt man, nee, ich möchte nicht und so weiter. Ich meine, wisst ihr, wie ich meine? Ich hoffe, die Zuschauer wissen, wie ich das meine. Ja. Ich glaube, ich verstehe dich. Das ist im Grunde das Geschlecht dann egal. Es geht nur noch um den Charakter. Genau. Kann ich zumindest von der Argumentation nachvollziehen, auch wenn mir das ein bisschen zu logisch für was ist, was durchaus einen Teil Emotionalität enthalten sollte. Aber ich verstehe die Logik dahinter. Aber das soll jeder machen, wie er will. Wie gesagt, da erlaube ich mir kein Urteil drüber. Es gibt ja verschiedene, diese Sexualitäten, das steigert, also was heißt es? Damals war ja auch noch nur hetero, bi oder homo und jetzt mittlerweile bilden sich auch noch mehr Gruppen, weil sich das noch verfeinert alles und so weiter und so fort. Da will ich aber auch nicht weiter reingehen. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass Menschen aber auch ihre Sexualität, ihre Ausrichtung fast schon wieder, wo wir wieder bei Status und sowas sind, fast schon benutzen, um ihren Status irgendwie, um ein Bild zu schaffen von sich, was außergewöhnlich ist. Also ich habe manchmal das Gefühl, es geht manchen tatsächlich mehr so um so ein um mal herauszustechen, um besonders zu sein, um anders zu sein. Den Eindruck habe ich ganz stark. Ja, aber ich möchte das niemandem Faktor unterstellen. Aber ich habe auch schon oft so gelesen, auch bei Frauen kam, habe ich das letztens bei irgendeiner gelesen, aus ihrer Bienenphase und jetzt ist sie aber so glücklich mit ihrem Mann und so und du denkst dir so, wow, schön für die arme gleichgeschlechtliche Lebensgefährtin, dass sie da so ein Trend mal war, kurz bevor die andere weitergezogen ist. Weiß ich nicht. Also ich war da immer sehr gefestigt. Vielleicht fehlt mir da einfach so das Grundverständnis, weil ich immer wusste, ich finde Mädchen toll und ich habe mich mit Mädchen immer wohler gefühlt. Auch, also ich habe viel, ohne dass ich sie toll fand, mit Frauen zu tun gehabt, weil ich die ich weiß nicht, ich mag die weiblichen Charaktere oft lieber als die männlichen. Nicht allgemein, also der Flo darf bleiben. er hat ja auch einen Knebel. Gott sei Dank. Ja, das liegt aber auch daran, dass du dich so sklavisch an den ausgehandelten Schweigevertrag hältst, an das Gelübde. Genau. Na, das also war ja Voraussetzung, dass du heute schweigen würdest bei dieser Aufnahme. Gott sei Dank, ja. Ja. Bauen und schweigen. Denk dran, bauen und schweigen, Flo. Ja, Meister. Jedenfalls, nee, also insofern, ich hatte immer einen sehr guten Draht irgendwie zu Frauen und fand sie halt auch immer toller als Jungs, also in vieler Hinsicht, auch eben in dem sexuellen Ding. Und da wusste ich immer, wo ich hingehöre und hab mir da nie, ich muss das nie hinterfragen, ne, also ich hab, ich weiß nicht, ich kann halt mit knutschenden Männern jetzt auch nicht unbedingt was anfangen oder so, ne, also das ist nicht meine Welt. Aber nicht irgendwie böse gemeint, ne? Also, das ist nicht meine Welt. Ich finde aber auch jetzt knutschende Frauen nicht übermäßig interessant, muss ich aber ehrlich sagen. Ja, also, natürlich, wenn das zwei attraktive Frauen sind, man findet es halt attraktiv, dann sind es halt weiter zwei attraktive Frauen, die knutschen, aber wegen mir müssten die jetzt nicht knutschen. Weißt du, was ich meine? Also, das ist auch in dem Fall für mich kein Antörner, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, jeder soll machen, was er will und was ihn glücklich macht. Das ist halt meine feste Meinung. Ja, mich greift das persönlich nicht an, wenn vor mir zwei Männer knutschen würden oder zwei Frauen. Das hätte mit mir gar nichts zu tun. Da gehe ich da kann ich mit umgehen. Ne? Also das ist mir egal, was das angeht. Ja. Sollen sie. Wenn sie wollen, sollen sie. Aber ich hab da halt nicht, das ist halt nicht meine Baustelle, sag ich mal. Aber das mache ich auch nicht zu meiner Baustelle. Und das verstehe ich halt nicht, warum die Leute das zu ihrer Baustelle machen müssen. Warum sie meinen müssen, sich irgendwie in die Sexualität von anderen Menschen reinhängen zu müssen, ist mir ein Rätsel. Ich weiß es auch nicht. Wenn mir jemand sagt, ja, ich bin A, B, Homo, was weiß ich, dann sage ich, oh, okay, gut. Mhm. Ist es eben so. Genau. Ne? Und die Person ist ja nicht gleich eine andere Person oder minderwertiger oder was weiß ich. Das,
Wenn mir jemand sagt, er ist Anwalt, ist das auch okay für mich. Ja, wenn jemand sagt, ich bin Müllabfuhr, dann ist er Müllabfuhr, aber der wird naja, auch nicht gut, gleich... Ist er dann der Müllwagen oder die Mülltonne, wenn er Müllabfuhr ist? Wie heißt das eigentlich für euch? Ich meine, Müllmann wird ja heute kein... Keine Ahnung. Nein, das muss auch einen Fachbegriff mittlerweile haben. Es wird auch wieder gleich nach. Aber es na, ist ja, geht noch, in der noch. Theorie ist es scheißegal, ob die Person, welche Sexualität es ist, welche Hauptrolle, ja, welche Beruf er macht, welche Klamotten er trägt und so weiter. Der Mensch bleibt ein Mensch. Egal, ob jetzt die beste Freundin jetzt seit Jahren, ich sag mal, die beste Freundin seit Jahren, man denkt, sie ist hetero und sie sagt irgendwann, ja, ich bin bi oder homo und du denkst gleich, nein, Abstand. Wo ich denke, wieso? Du hast die ganze Zeit diese Person gekannt, ja, wusstest, ohne zu wissen, dass sie Homosexualität ist. Sie sagt es irgendwann mal nach einer großen Überwindung, weil sie sich outet oder was weiß ich, aber sie weiß schon trotzdem, diese Person, sie ist schon, sie weiß das schon, sag ich mal, 7 Jahre lang und sie sagt das erst nach 7 Jahren. Du hast ja mit dieser Person die ganzen 7 Jahre, seitdem diese Person weiß, dass sie eigentlich... Wer ist denn nicht im Bett? Ich liege im Bett. Hallo? Hallo? Da ist es schon wieder soweit. Ja, es ist stark dunkel hier draußen. Ich sehe Sterne im Himmel. Ja, ich auch mitten in... Ja, ne, ich liebe Sterne. Ja, ja, ne, der Punkt ist doch tatsächlich wichtig ist, dass Menschen nett, mitfühlend sind, dass Menschen aufeinander achten und sowas. Aber was jemand für eine Sexualität hat, hat für mich im Alltag doch erstmal gar keine Rolle. Nee, ne? Weil... Was hab ich, das ist ja nicht meine Baustelle. Ich tue ja auch nicht mit jedem Menschen schlafen, den ich begegne. Ich bin ja kein Affe oder so, weißt du? Also das spielt doch für mich im Alltag gar keine Rolle. Auch von Freunden spielt es meistens für mich ja gar keine Rolle, was sie aktuell in ihrer 40-Stunden-Woche auf der Arbeit tatsächlich treiben. Ne? Das spielt ja für mich auch keine große Rolle. Habe ich doch auch meistens keine Kontaktpunkte mit. Es ist... ist doch völlig egal. Ich verstehe auch nicht diese... viele sagen ja auch, sie hätten irgendwie Angst, wo ich denke... Au! Du denkst au? Nein, Skelett. Skelett ist schon mal au, ja. Der hat mich gerade in den Po geschossen. Ja. Da denke ich so, warum haben diese Leute Angst vor... Weiß ich, was für eine Sexualität. Die können sich nicht davon anstecken. Es ist keine Krankheit, es ist nix. Luzi, komm mal weiter her. Ich habe hier einen Bogen in der Hand, aber ich kann wegen den Bäumen nicht. Oh, okay. Ja. Der ist nicht einfach, den so quer zu erwischen. Ich muss vorhalten. Einmal habe ich ihn... Ah, jetzt haben wir ihn doch. Ja, perfekt. Ich habe das gerade zufällig beobachtet, wie... vor dir der Mob vor deiner Kirche sich versammelte. War sehr unerfreulich. Letzter Sturm auf Minas Tirith. Ah, da steht noch einer. Aber der explodiert zumindest nicht. Hund, friss ihn! Pass. Na, er frisst ihn auch. Das ist sehr schön. Der Hund hat ihn gefressen, ich freue mich. Also sonst noch Gäste hier? Ich denke nicht, das war was geil. Wie viele Pfeile habe ich noch? 58, mehr. Okay, bin noch soweit voll. Aber Kumpel, du kannst es da begutachten... Ich hab schon begutachtet von da oben. Hier den letzten Steinsetzer. Was? Wow. Nur mal die Fenster. Wo bist du? Ich komme. Ich hab grad die Tür gesetzt. Ah, ich komme. Den letzten Stein setzen will er. Da komm ich. Also ich verstehe einfach diese Angst nicht, weil... Wovor? Es ist eben kein nichts anstecken, nix, nada. In dem Moment, wo du einen Stein setzt, kommt der Muckefuck durchs Fenster reingehüpft. Das war jetzt, hat der Zähne ein bisschen Abbruch getan. Hier musst du noch eins hoch, he? Hier musst du noch eins hoch. Ja, okay, schade, das ist gar nicht der letzte Stein gewesen. So. Warte mal. Bitteschön. Was denn? Ich meine, du willst irgendwas... Was sagen Sie zum Neubau? Zum Neubau? Ja, das ist ja Neubau.
Das Gewölbe ist großartig. Gefällt mir richtig gut. Und eben von außen fand ich auch schon sehr viel besser. Sie hat echt gewonnen durch manchmal ist halt weniger echt mehr, ne? Weil es ist so eine süße kleine Kirche und dieser Knubbel da hinten drauf, das sah so ein bisschen aus wie ein Kamel, das einen Höcker tragen muss. Stimmt. Und jetzt, das sieht so gut aus. Viel besser, viel, viel besser. Können wir auch mal gucken. Richtig schick. Mir gefällt's. Also Kirchen bauen kannst du ja sowieso wie eine Eins. Da brauchen wir uns ja gar nichts vormachen. Vielen Dank. Oha, ja, sie wirkt besser. Wo bist denn du? Hinter dir. An der Seite. Guten Tag. Das ist eine gute Gelegenheit, da können wir doch an der Stelle Feierabend machen. Du hast das Schiff auch ein bisschen geändert, oder? Ja, es ist eckiger geworden. Ja, das stimmt. Aber das steht dir auch besser tatsächlich. Das war vorher so ein bisschen too much. Aber ich sehe noch eine Stelle, die noch Eichenholz hat. Ja, die Treppenhäuser, stimmt. Ja, das ist auch gar nicht so wild. Das ist jetzt gar nicht mal so störend. Das ist sogar noch, das muss man nicht mal mehr zwingend ändern. Das ist ein moderner Anbau, da ist schon neueres Holz verwendet worden. Da ist vielleicht das Dach verwendet worden oder sonst wie. Genau. Darf ich euch vielleicht kurz in mein Bauernhaus da einladen? Also in Lucio, mein Bauernhaus, dass wir da abmoderieren können. Oh, schade. Ich wollte euch da nur wegsperren. Okay. Ich logge euch da rein, dann fahre ich den Server runter und dann seid ihr da drin. Oh, das ist das Lager. Oh, hoppala. Ich wollte schon nach oben gehen. Oh, das ist schön. Ja. Ich weiß gar nicht, wir haben, glaube ich, hier noch nicht viel eingerichtet. Lucio und ich, wir leben hier noch ziemlich von Hand im Mund. Ich glaube, das hier sollte das Speisezimmer, unser Gästezimmer werden. Entschuldigen hier. Sie. Hä? Entschuldigen Sie. Au. Sag mal, wo ist denn jetzt eigentlich mein Hund schon wieder hin? Hier ist die Küche. Den muss ich doch noch sitzen machen lassen, sonst, ach, da sitzt er ja gut, dann stolper ich. Wieso habe ich den jetzt geliebt? Woher habe ich das Gammelfleisch? Hast du nicht eben irgendwas gekillt und dann hast du es auf dem Weg? Ja, ich glaube, das lag in der Kirche. Jetzt habe ich aus Versehen den Hund gefüttert. Das habe ich jetzt wieder. Jetzt hast du beide Muckefuchs hier stehen, ne? Das kann sein. Das ist ja die erste und die zweite Besetzung. Muckefuck ist ja einmal verloren gegangen. Ich weiß immer noch nicht, was der Nitrado-Server mit ihm angestellt hatte. Ich weiß nicht mehr, wo ich ihn wiedergefunden habe. Da müsste man irgendwie das nochmal gucken. Wir können auch nach oben gehen. Wir könnten nach oben unter das Dach gehen. Gemütlich! Das ist gemütlich. Ja, hier auf der Etage sind ja auch unsere Schlafzimmer hier. Aber hier oben, da war es am Anfang ein bisschen kriegerisch, weil man hochkam und ein Creeper vorhin stand, aber ja. Man hat halt einen schönen Blick aufs Dorf von hier, wenn man da rausguckt. Aber Vorsicht, nicht fallen, bitte! Ah! Ja. Was, eine schöne Szene hier gerade. Mit euch da so vorne am Gucken. Sehr süß. Sehr hübsch. Der Flozi denkt drüber nach, die Macht an sich zu reißen. Genau. Überleg schon, wo immer Schloss hinkommt und. Ein Barockes natürlich, ne? Natürlich. Ja, klar. Ich sag ja, der hat sich bestimmt mit Blut einer Jungfrau getränkt. Der war so schweigsam, weil der Informationen über uns gesammelt hat. Ja, weißt du? Genau. Deshalb hat er in der Aufnahme fast kein Wort gesagt. Er hat ja einen Redeanteil von 0,3%, weil er Informationen gesammelt hat. Ich hab mitgeschrieben. So wie. Ja. Da hast du gesehen, wie wenig der in der Kirche geschafft hat. Der hat garantiert nur 10 Minuten gebaut, der Rest hat er mit Steno hat er mitgeschrieben. So. Genau. Aha. Ja. Ich fürchte mich jetzt auch ein bisschen. Ich hab ein Schwert, keine Sorge. Ja, gut. Ich kann zurückkämpfen. Ja, ich hab sogar ein Dia-Schwert. Oh, das ist unfair, okay. Du hast Glück, dass ich keine Dings dabei habe, kein Schild, weil das brauchst du in Default Minecraft eigentlich nicht. Das nervt noch. Und auch noch das hier. Auch so ein Grund, warum ich School of Survival beendet habe übrigens. Wegen dem Schild? Ja, der Schild war lebensnotwendig und er hat mich so genervt. Die ganze Zeit unten in der Ecke, da unten da, das Schild zu haben, ist so ätzend. Ja, ich habe das ab und zu gesehen, also das mit dem Schild und ich... Ja, die Mobs sind halt teilweise so eklatant schwer, dass du gar keine andere Chance hattest, als mit Schild zu arbeiten tatsächlich, weil du blocken musstest, um eine Chance zu haben, überhaupt zu überleben und musst trotzdem ständig... Du warst auch nur am Wegrennen bei den Kämpfen. Ich hab das teilweise eben... Ich weiß ja nicht, ob welche Mods... Also
steht ja in der Info, aber ich meine, ob das auch irgendwie die gleichen Mods sind, die man auch die Gronkh hat im Das kannst du bedingt vergleichen, nur weil das eben auf deinen 12 Zoo lief, ne? Was ich da zusammengestellt habe, das war ja der Gedanke, sonst hätte ich ja live und so spielen können mit 1.7.10. Und auch After Humans, was später, und ich glaube, Debitor hat das unter einem anderen Namen auch nochmal aufgelegt. Das war auch durchaus unterschiedlich. Und die 1.12.2 ist es halt, was mit dem Kampfsystem in Verbindung mit diesen OP-Mods es so gleich schwierig macht. Ne? Also es hat schon viel mit dem Kampfsystem zu tun, was da eingeführt wurde. Mit der 1.10 war das Combat-Update, ne? Ja, ich glaube. Oder 1.9. Was mit dem Schild? Ja, das Combat-Update. 1.9 meine ich. 1.9 war es Combat-Update, okay. Meine ich. Oder war es 1.10? Ich meine 1.9. Ja, könnte auch 1.9 gewesen sein. 1.12 war jedenfalls das World of Color-Update. Das war ich noch. Au! Mach nix. Der kam ganz mir gefährlich klar nah. Ja, ist ein bisschen gruselig gerade. Der war zu lange allein in der Kirche. Ich glaube, wir sollten ihm einen Ministrant besorgen. Nein, nein, das war ein Scherz, das war ein Scherz. Nein, nein. Wir sollten einen Exorzisten holen. Der ist bestimmt. Der hat irgendwas mit dem Teufel zu tun, mit seiner reinen Haut. Reine Haut. Ja, stimmt, die reine Haut. Die gruselige reine Haut. Im Kino. Die reine Haut, die Reinhaut. Zwei Häute auf dem Weg nach Westen. So, packe ich mich jetzt hin. Ihr zwei Häute. Ein Häuter, zwei Häuter, Dickhäuter. Ich gehe jetzt mal rüber zum Flozi und parke mich daneben. Das klappt ganz gut. Ja, hat ganz gut funktioniert. Oh, Wave, du bist ein Leuchteglühwürmchen gewesen wegen der Fackel. Sehr süß. Ja, Lichtgestellchen heute. Ja, denn. Flussi, das nächste Mal darfst du dann mal alleine Minecraft das Mittelalter aufnehmen, damit du auch mal sagen kannst. Natürlich, damit wir das ausgleichen können. Genau, genau. Ganz in Ordnung, ja. Ja, ja. Er hat doch schon mal mit dir alleine aufgenommen. Also hat Nein, ganz alleine. Ach so. Damit er endlich Gelegenheit hat, auch mal was zu sagen. War ja fürchterlich diesmal. Aber ich glaube, du warst konzentriert. Ne? Du warst gar nicht genau. So, dass du gar nicht... Ne? Du warst so versunken in deiner Kirche. Genau, also... Das nächste Mal... Das hat schon gepasst. Das nächste Mal lasse ich dich auch wie die anderen Tunnel graben und Wege bauen. Das ist besser fürs Schwätzen. Ja, ja. Kirche ist zu anspruchsvoll. Das ist intellektuell. Ich glaube, ja, ja. Die Doppelbelastung ist einfach schwierig. Aber ich kenne das. Also wenn du wirklich hochkonzentriert bist, dann ist es echt schwer, gleichzeitig beides zu machen. Und du hast ja das Glück, du hattest uns hier. Wir haben das ja abgefedert. Genau. Insofern, ansonsten die Zuschauer jetzt nach 2 Stunden, wenn das dein Let's Play wäre. Das muss man sich gut überlegen tatsächlich, also liebe Zuschauer, ich meine, lohnt sich ja jetzt mit der ganzen Artikel 17 und Artikel 13 Scheiße ja eh nicht mehr irgendwie mit YouTube anzufangen tatsächlich, weil wir auch werden mit Sicherheit ja rausgekegelt, wenn das alles mal Gesetz ist, aber das ist halt wirklich die Challenge, irgendwas Gutes zu machen und dabei zu babbeln. Also so Commentary-Leute haben es schon leicht, ne? Erst spielen, dann labern. That's true. Ja, ja, manchmal ist das gut. Manchmal ist das gut. Ich merke das ja auch bei den wegen Unfällen nachvertonten Folgen, dass die sehr witzig sein können. Aber es ist halt auch nicht live aufgenommen. Das hat es anders. Also mal ist das echt schön, aber so für immer könnte ich mir das gar nicht vorstellen. Ja. Oh. Ah. Ja, gut, dann ich habe eine freie Hand, das ist gut. Genau, sie schwingt ihr Schwert bedrohlich. Und du hast keine freie Hand. Ich danke euch beide, dass ihr dabei wart. Ich danke dir, dass du weiter in der Kirche gebaut hast. Die müssen wir bei Gelegenheit dann noch fertig bekommen. Die Weggeschichte sind wir auch ein Stückchen weitergekommen, Wave, auch wenn uns 2 Leute abhanden gekommen sind.
Aber das ging auch voran und dann werde ich demnächst dann hoffentlich auch den Romanes wieder da haben und gehe mit ihm wieder ins Kellerloch. Wobei, da bist du ja auch tätig, ne? Da habt ihr auch noch Sachen gebaut, die habe ich auch noch gar nicht gesehen, die waren noch gar nicht onscreen. Nicht? Nicht? Nee, warst du noch nicht. Nee, war ich nicht, ne? Aber ihr habt noch Nein. Sachen da unten fertig schon oder irgendwas gemacht. Ich habe einen Gang gebuddelt, aber noch einen undekorierten Gang. Also ach, ich jetzt einen Gang nur, ach so. Weil ich nicht wusste, was Romanes so alles geplant hat, wie, was, wo, und ihr wart auch vertieft in euren Gesprächen, da habe ich, und ich hatte erstmal Gänge gegraben, weil man muss ja auch, wäre ja doof, wenn das direkt dann irgendwo reingegangen wäre, direkt in irgendwelchen Hallen, und da wollte ich erstmal mit Romanes, also ich habe erstmal Gänge gemacht, dass man eben gucken kann, wo man hin, so, warum, also eben bisschen weitläufiger ist, damit man Räume erschaffen kann, so mehr oder weniger. Muss ich das nächste Mal vielleicht, wenn ich dann dabei bin, heißt das, Romanes mal fragen, was er so für, dass ich da vielleicht auch meinen Raum schon mal bauen kann, ohne nur Wände oder Gänge. Ja, genau. Ja. Also Romanes ist da unser Zwergmeister, der genau die Vorstellung hat, was da unten so passiert. Aber ich, ja, werden wir sehen. Also ich freue mich, wenn wir jetzt diesen Spawnweg mal fertig haben. Und ich freue mich, wenn die Kirche steht. Du hast ja gesehen, Flutzi, es führt ja unten jetzt ja schon in ein fast Labyrinth hinein. Ja. Ja, das ist der geheime Ausgang der Zwerge oder wie auch immer. Oder beziehungsweise waren die Zwerge sind ja wohl weg. Das heißt, die Sekte hat sich da diese Katakomben angenommen. Wird spannend, wie das am Ende aussehen wird. Aber erstmal bauen wir sie zwergisch. Zwergisch. Zwergisch, Junge. Zwergisch, Junge. Zwergisch Gladbach. Ah, das war schlecht. ja, jedenfalls bauen wir das da unten, Zwergisch Gladbach. Und ja, und der Weg wird gebaut. Der wurde ja bestellt. Es ist ein Lieferweg sozusagen. Da wird Nachschub an Spielern geliefert, die das bauen. Und übrigens, Minecraft das Mittelalter ist in keiner Form von diesem Aus von School of Survival betroffen. Das möchte ich jetzt auch an der Stelle ganz kurz sagen, weil hier, das ist ja so eine Quatsch- und Bubble-Runde mit wechselnden Gästen. Das macht immer sehr viel Spaß und wir werden hier ab und zu auch nochmal was Anspruchsvolleres bauen und dann auch wieder mal nicht und mehr bubbeln. Das ist so ein Mix und das wird auf alle Fälle weitergehen und das ist auch ein Zuhause geworden, das ich auch nicht in nächster Zeit in irgendeiner Form aufgeben möchte. In School of Survival bin ich gefühlt nie richtig heimisch geworden. Das war immer ein Abenteuer zwar, aber es war auch nie ein Ankommen für mich. Und deshalb ist das ja nach 45 Folgen dann zu Ende gewesen. Das möchte ich einfach an der Stelle auch nochmal sagen. Minecraft das Mittelalter wird nicht so leicht enden. Dafür macht es zu viel Spaß, dafür sind die Leute, die immer wieder kommen, zu toll. Und ich habe auch noch Gäste ausstehen, die es bisher noch gar nicht geschafft haben. Gelbrowser XL zum Beispiel. ja. Also insofern, bleibt interessant, hoffe ich. Nee? Ja, okay. Yep. Ich bin da mal weg. Die zwei Schweiger hier machen mir Angst. Nein! Genau, wir sind gruselig. Wir wissen bloß nie, manchmal sagst du auf einmal so Sachen und dann denken wir, was sollen wir jetzt dazu sagen, so schnell? Nein, so, nein, das musst du nicht unbedingt das dazu sagen, ne? Aber du kannst Tschüss sagen, wenn du magst. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ja, servus. Bis zum nächsten Mal. Gute Reise. Bis denn dann. Tschüss. Tschüss.